Welche Bahn sind wir? 6, ganz links. Komm, noch ein bisschen rüber. Zu weit. Das nächste Rennen ist auf der Piste hier. Das ist das B-Finale zum gerade gesehenen Junior-Zweier-Ode. Und da haben wir auf Bahn 1 den Hannes Staffeld mit Kevin Stach vom LRV Mecklenburg-Vorpommern. Bahn 2 aus Osnabrück, Hendrik Onender und Matthias Vollmer. Bahn 3 vom RV Munster, Raphael Kort und Karl von Twicke. Bahn 4 Potsdam-Plaue mit Gilbert Klima und Philipp Adenau. Bahn 5 Kettwig Witten, das ist Matthias Hartmann mit Dominik Rieselmann. Und Robin Kossler mit Georg Turi zusammen. Das sind die Herren aus Offenbach und vom Schweinfurter Ruderclub Franke. Kollege, stell Spruch vorne hin, ey. Tag. Dritter Platz. Dritter Platz. Finale B ist bei 750 Metern und nach 500, da war es erstmal das Team mit dem Schweinfurter Georg Tulli und seinem Offenbacher Kollegen Robin Kosler, der den Bugball vorne hatte, die Renngemeinschaft aus Potsdam und vom RC Plauer Havel mit Gilbert Klinger und Philipp Hagenau, die folgte auf dem Fuße, nämlich mit 0,2 Sekunden Abstand, also auch hier wieder vorne ein ganz enges Ding, denn auch der LRV Mecklenburg-Vorpommern hinten auf der Außenbahn, Hannes Staffeld und Kevin Stach waren wiederum nur 2 Zehntelsekunden dahinter. Also die ersten 3 Boote hier in einem Abstand von 0,5 Sekunden, das ist nach 500 Metern schon eine enge Kiste, so kann man das sagen. Jetzt sind sie bei 1000 Metern angekommen und es ist etwas deutlicher geworden. Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach vorne geschoben. Hannes Staffeld und Kevin Stach auf der hinteren Bahn sind jetzt in Führung gegangen und zwar deutlich mit einer Länge vor der Renngemeinschaft mit Gilbert Klinger und Philipp Hagenau. Dritter Platz und das staffelt sich jetzt auch mit einer Länge auf. Das sind jetzt die Osnabrücker. Hendrik Onenga und Matthias Vollmer haben auf dem zweiten Streckenviertel schon mal ein wenig die Kräfte spielen lassen und an dritter Position liegen sie nun nach diesem erfolgreichen kleinen Spurt. Dann kommt an vierter Stelle die Renngemeinschaft aus Kettwig und Witten. Matthias Hartmann und Dominik Rieselmann wollen auch noch mal vorne anklopfen. Verhalten losgefahren. Erstmal als letzter bei der 500 Meter Marke angekommen und jetzt haben sie so die Taktik offensichtlich ein bisschen Gas gegeben und hängen sich mal so ein bisschen an die Führungstroika dran. Gerade mal eine halbe Länge Abstand zum drittplatzierten Boot. Das Wolli? Ist noch zu schaffen. Aber bisschen draufzoomen auf die, bisschen. Platz Nummer 5, das sind die Offenbach-Schweinfurter. Lassen auch nicht abreißen, hängen tief drin im Boot aus Kettwig und Witten. Und an Platz 6, die sind allerdings schon ein wenig zurückgefallen, die Münsteraner auf der dritten Bahn. Komm, Kursler, Schorsch, dran. Jetzt drauf auf die Säcke.
Die letzten paar Meter muss ich hier wieder um die ganze Kamera touren, ey, das ist so schlimm. Ja. Streckenkommentar wäre auch mal ganz schön. Es geht hier auf der Zielgerade 52 Meter noch zu rudern für die Führenden und die kommen im Moment jetzt wieder auf die. Der Mecklenburg-Vorpommern ist eingeholt worden von Robert Kühler und von Hagenau. Und ist natürlich klar, da steht Herzog Kauer dran. Wir sehen hier auch von Haustieren. Die Luft hat hier nach dem alten Gewässer. Und vielleicht gelingt sie auch. Das Zeichen, die jetzt wieder angefordert wird. Komm her! Das ist hier aufgemacht von Stadtfeld und Stadtfeld. Auf Kussler! Komm, ballert noch mal! Noch ist der Luftkasten hinten. Das orange Boot des Heimatvereins Erzig Blaue mit Potsdam, Kühler und Hagenau. Sie sind nach vorne und sie bleiben vorne. Bis auf die Ziellinie. Eine halbe Luftkastenlänge reicht vor Mecklenburg-Vorpommern. Dann fliegt hier unten noch das Boot aus.